Hallo, Gavron! Und damit willkommen zurück bei einer neuen Episode von Shadows of the Damned. So, wir haben... Danger in the stacks, G. Ups. These baddies can teleport. Können sie... Wow. Look at the cracks in those plugs. They're just begging to get blasted to pieces. Gut. Scheint dich aber nicht sonderlich zu interessieren. Den? Wow. Okay. Ich glaube, einen habe ich erledigt. Gib mir nochmal kurz die Munition. Yeah. Okay, wo ist er hin? Da. Oh shit. Now it's our turn to Dewey decimate them. Come on. That diva bitch is going to lead us straight to Paula. Woher weißt du das? Es könnte auch eine Falle sein, Garcia. Monkeys bother building a library. Have you forgotten about those storybooks we found? Demons love a well-spun tale every bit as much as humans. So what is your favorite demon story? Oh, that's easy. The Unbreakable Huntress. The Unbreakable Huntress. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner und es springt mich an. Das finde ich halt nicht so geil. Okay, bevor wir da durch die Tür gehen, will ich mich nochmal kurz ein bisschen hier umgucken. Es ist halt ein sehr großer Raum. Nicht, dass hier vielleicht noch irgendwas liegt an Munition oder vielleicht ein Red Jam, who knows? Da haben wir noch etwas zum Saufen. Ja auch. Und da könnten wir uns sogar noch was zu saufen kaufen, aber ich glaube, wir haben mehr als genug gerade. Also zumindest reicht das, was wir haben. Sagen wir es mal so. Wir kriegen ja auch immer wieder hier ein bisschen was zurück. Nochmal nachladen. Zack. Upgrades verfügbar. Einen roten. Ja, ich habe einen roten gekriegt. I got a red one. Okay. Geben wir nochmal was in Gesundheit rein. Und damit haben wir fast maximale Gesundheit. Zwei fehlen noch. Ich denke mal, bis zum Ende des Spiels dürften wir bei maximaler Gesundheit sein, es sei denn, ich vergesse aus Versehen ein. Bam! So, erstmal nachladen. Zwei auf einmal. So, das wäre es erstmal gewesen für die. Was? The Ninth Circle of Hell. First Circle, Limbo. Oh Gott, die neuen Pforten der Hölle. Beziehungsweise die neuen Reise der Hölle. Müssen wir die auch durchstreiten, so wie Dante? So wäre es ja. Kommt man auf die andere Seite zufällig? Ich glaube aber nicht. Na gut, gehen wir hoch. Ich glaube, hier geht's weiter.
Okay, Munition ist voll. Ja? Achso, einfach eintreten. Wo ist er hin? Ist er weg? Was? Wie hat er das nur gemacht? Oder haben wir ihm direkt einen Tritt gegeben und er war tot? Ich weiß es nicht. Ah, here we are. An artist's rendition of the Unbreakable Huntress. Lots of demon hunters have challenged Fleming over the years, and while some of them were legends like you, Garcia, very few of them were women. Well, that makes sense. It takes a lot of grip strength to hold onto a hunter's manly equipment. Don't be sexist, G. The ladies I've known had more than enough grip strength to hold onto my... Do you want to hear this story or not? Oh, by all means. Once upon a time, there was a proud and beautiful demon huntress, the first woman of her profession. Dressed in red and armed to the teeth, she fought her way to the Lord of the Dead's castle. What arrogance! How dare you challenge me! Bellowed the Lord of the Dead. The last thing I expect is a challenge, the huntress answered. I like her already. Ja, es gibt auch weibliche Dämonenjägerinnen. Wäre irgendwie scheiße, wenn es nur männliche gäbe. Bleibt denn da die Gleichberechtigung? Oh nein. Da ist sie. Okay, das sieht nicht gut aus. Enter. Müssen wir jetzt endlich gegen sie kämpfen, oder wie ist das? Versteh's noch nicht so genau. I bet she'd be fun in the sack if she weren't so keen on eviscerating us. Just saying. So wie es aussieht, müssen wir erstmal da durch. Ja. So wie es aussieht, müssen wir den gleichen Weg folgen wie sie. Und ich denke mal, das, was hier so leuchtet. Ja, okay, verstehe. I got it. Fährt aber wieder komplett runter, ne? Okay, alles klar. Komm schon. Überleg gerade. Ja. Ist ja, glaube ich, nicht so, wie es geplant ist, aber so dürfte es funktionieren. Gut, die Tür ist jetzt auch offen, dann let's go. Ziegenkopf kann ich von hier aus nicht ausmachen, das heißt, wir müssen erst rein in die Dunkelheit. Wahrscheinlich müssen wir uns komplett hier durchschlagen. Nee, gar nichts dadurch.
Ja, und da ist wieder eine Tür, da müssen wir dann auch durch. Ups. Okay, können wir mal kurz durchatmen? Ich glaube, es dürfte der letzte gewesen sein. Ja, Tür ist offen. Fuck yeah. Okay, einen roten Jam habe ich jetzt noch frei zur Verfügung. Gebt noch ein bisschen was in die Kapazität hier rein. Tiefgrinder. Ah, das ist der Ziegenkopf, der so mampft. Ich hab mir schon gedacht, wer macht denn hier so Kaugeräusche? Who the fuck? Veron. Hier können wir speichern. Oder auch nicht. Jetzt. Die Tür wollte nicht zugehen. Das, wird gar nicht nix. Guck mal, da haben wir noch eine Geschichte. Können wir uns die ansehen? Nee. Burn them all. Das waren sie noch nicht alle. So, jetzt kriegst du die dicke Packung, Junge. Bam. Noch mehr. Er steht direkt vor dir. Triff ihn doch. Junge. Hä? Dann halt so. Geht doch. Ist doch nicht so schwer, ne? Okay, die Munition für den Tiefgrinder wird ein bisschen knapp. Wie kam hier durch? Können wir da auch durch? Das geht nicht. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal durch die Tür hier und dann können wir auf die andere Seite. Da kann ich mir nochmal ein bisschen Alkohol kaufen. Vielleicht mache ich das gleich sogar. Ich muss mal gucken, wie mein Bestand ist. Absinth habe ich nur noch einen, heißer Sake 7 und Tequila 14. Vielleicht, wenn es die Möglichkeit gibt, noch Absinth hier zu kaufen, dann kaufe ich mir Absinth. Da steht Absinth zumindest drauf. Absinth haben wir.
Drei Stück? Ne, zwei sind's. Gibt nämlich plus 200 AP. Ja. Ich weiß nicht, was mich jetzt noch erwartet, vor allem den Bossfight gegen sie. Ich denke mal, wir werden einen haben. What? Die Plattform hat sich abgesenkt. Auch ihr wieder. Das noch. More shock jobs. Blow up the plugs! Ach, Junge. Treff es. Jetzt können wir wieder rüber. Once again. How dare you? Was ist er denn? Ja. Oh. Wo ist er hin? Cavron. Jetzt kommt häufiger so ein Gegnermix aus verschiedenen, sodass ich mich jetzt immer ein bisschen drauf einstellen muss, wer kommt. Jetzt zum Beispiel diese Unsichtbaren, oder er hat jetzt zum Beispiel eine Rüstung, die ich mit dem Hot Boner zerstören muss. Dass ich mich darauf einstellen kann. Beziehungsweise ich muss darauf halt schnell reagieren, ansonsten sieht es dann halt schlecht für mich aus. So, ein roter ist noch da. Packen wir mal den Hot Boner. Oh! Heißer Sake. Nice. 10 Stück. Gönne ich mir direkt mal ein. Vielleicht zwei. Weil. Lieber mit voller Lebensenergie hier nochmal speichern, bevor es zu eng wird. Another painting. What happened to the Huntress? Well, so impressed was the Lord of the Dead that he put her back together and made her his queen. Time and again he killed her, just to take pleasure in her proud refusal to be dead. But they say she's never stopped trying to claw her way back to the world of the living, where she knows she truly belongs. Isn't that a great story? Her courage is what inspired me to seek my own freedom. She sounds like one hell of a woman. Okay, klingt ein bisschen weird in meinen Augen. Oh ja, sie war so erstaunlich, dass er sie zu seiner Frau gemacht hat und tötet sie einfach so, ja, und sie wollte dann irgendwie nie wieder zurück. Psychoglanz und Gloria. Wollen wir uns die Geschichte anhören? Natürlich wollen wir. Psychopomp and circumstance. It was her turn to fetch the water and Maris Grimm was determined to be done with it as soon as possible.
Bucket in hand, she made her way down to the well by the wheat field. She and her two elder sisters were all beautiful. But on this windy day, Maris outshone them all. She was in love. Whoosh. The wheat bowed a greeting as the breeze caught it. And a good day to you, Maris giggled, as her nipples responded to the weather and thoughts of her lover. My word, what is this storybook rated? She wound a pail of water to the top of the well, but no sooner had she grabbed the rope than she felt a sharp tug, lost her balance, and went tumbling into the gloom head first. Mother Fudge! Mother Fudge! Cried Maris. An hour later, the sun sat lower in the sky as two figures approached the well. One was Maris's older sister, Colleen, and she was very concerned. The other was their faithful collie, Ow Ow. Help me, cried Maris from the bottom of the well. But as Colleen grabbed the rope to pull her sister up, she too was yanked into the darkness below. Well, that sucks. Ow Ow, go get help, boy, cried Colleen. Oof, woofed Ow Ow in response. But because he was a stupid collie, he instead grabbed the loose end of the rope and began to tug valiantly. Crack-a-boom! Boom! Boom! Suddenly, a freak bolt of lightning lanced down from the sky and hit poor Ow Ow, causing the pooch to explode in a crimson blossom of slippery Ow Ow giblets. Poor, stupid Ow Ow. Stupid is right. My pet was smarter. Shh! Keep breathing. It was well after dark, and Maris and Colleen had all but given up hope when their eldest and wisest sister, Guiltine, arrived on the scene. Where are you, sister? Was all she managed to utter ere she slipped on Ow Ow's unctuous leftovers and fell down, down, down into the wicked well. Plonkety rascal rabbitness. And with that, the sisters Grimm vanished from the world for 7 full years. When they returned, they served a new master who had been smitten by their beauty. Though that beauty faded, his gift to them was theirs forever. The power to end lives as abruptly as fate had ended their own. The end. Oh, I was hoping we'd find out why they all sound like men. Ow Ow ist ja auch ein geiler Name für einen Hund. Oh Gott. Das findet sie also lustig, ja? Wollen wir mal sehen, wer zuletzt lacht. Do you think they will ever write a book about us, Johnson? Honestly, I see you as more of a comic book hero. And anyway, it just so happens I've already been immortalized in prose. Really? What is this book called? Big Flicks and the Fifteen Testicles. I'm sorry I ask. Also ich würde das Buch kaufen, ganz ehrlich. Ich fände es geil. Alle Waffen nachladen. Ziemlich viele Zähne jetzt. Und White Gems haben wir auch ein paar bekommen. Ich guck gleich mal, wie viele wir haben. So, einen roten haben wir noch. Packen wir nochmal in Gesundheit. Und damit haben wir fast die maximale Lebensenergie erreicht. Ja. 90 habe ich. Damit kann ich mir sogar nochmal einen roten Gem kaufen. Damit könnte ich sogar meine Lebensenergie auf Maximum bringen. Den Rest kann ich in die Waffen reinstopfen oder in die Fackel. Je nachdem. Wir bekommen hier ziemlich viel Saufi. Was für mich heißt, dass wir höchstwahrscheinlich bald den Bosskampf vor uns haben werden. Besser stehen da nicht ohne Grund, die lasse ich mal da.
Ich weiß gar nicht, ob die mir Schaden machen können. I'm not sure. Ah, noch einer. Perfekt. Damit gönne ich mir jetzt schon mal die maximale Lebensenergie. Maximale Gesundheit erreicht. So. Unser Schwengel ist ganz oben. Na, ich zerstöre sie mal trotzdem. Ich muss ja hier durch. Nee, muss ich nicht. Ich muss hier durch. Oh. Angel out here before I get misogynistic. Fuck! Okay, und was jetzt? Jetzt kommt sie. What the fuck? I think the eldest sister Grimm is just a bit angry with them. Wow. Okay, so wie es aussieht, muss ich auf ihre Patze ballern. Cabron. Auch das noch. Was? Kieferorthopäde? Okay. So, du Hackfresse, komm her. Das schon wieder. Um das Ding hier zu zerstören, weil sie hat ja noch eins, müssen wir in der Dunkelheit sein. Beides zerstört und jetzt? Gar nicht so easy, dass er halt die ganze Zeit rumfliegt. Macht jetzt keinen Sinn zu wechseln, weil kann das Ding nur treffen in der Dunkelheit. Jawohl. Wow.
Erstmal die loswerden. Okay, das war's noch nicht. Schau mir noch mal ein bisschen Munition. Komm schon. Yes. Angst. Keine Angst vom Sensenmann 3. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Johnsons Teeth Grinder wurde zum The Dentist abgegradet. Deine total verrückte Feuerkraft kann jetzt automatisch auf mehrere Ziele gerichtet werden. Ziele einfach auf die Ziele, ohne zu schießen. Und wenn alle Ziele arretiert sind, halte die Feuertaste RT fest, um eine Operation auszuführen, die sich gewaschen hat. Ach was. Das heißt, wir bekommen jetzt einen Auto-Aim-Mode oder was? Ah, guck mal hier. Die Strahlen suchen. Wahrscheinlich sobald sie dann die Ziele erfasst haben, einfach drücken und die werden dann automatisch anvisiert. Ziemlich geil. Okay, die Munition ist weg. Ich habe gedacht, ich könnte die noch einsammeln, aber nein. Okay. Ja, gegen sie selbst gekämpft haben wir nicht, aber vielleicht kommt das noch. Somit fehlt nur noch ein Upgrade. Es wird wahrscheinlich das letzte Upgrade sein für die Schrotflinte und dann dürften wir alles haben. So, wir gehen jetzt nochmal hier ein bisschen lang. Wir machen noch jetzt weiter bis zum Ende der, des Kapitels. Dann werden wir dann die Folge beenden. Wir sind ja gleich raus, denke ich mal. Hier aus der Library. Go, you singing cunt! I'm coming, baby! After her, G-Cakes! Ja, okay, es wird wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr werden, wie es aussieht. Ich hab gedacht, da wäre es jetzt hinter der Tür vorbei, aber nein. Gut, liebe Freunde, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Shadows of the Damned. Ich find's immer noch super geil, das Spiel, und ich kann es wie gesagt echt nur jedem empfehlen, wer noch eine PS3 oder eine Xbox 360 oder Xbox One oder Xbox Series zu Hause hat, sich das Ganze mal anzugucken. Es lohnt sich definitiv. Oder ihr wartet noch, bis das Remaster rauskommt. Ich hoffe, dass es natürlich rauskommt, aber ich habe mir nun mal den Trailer halt dazu angesehen, aber ja, wann es jetzt rauskommt, ist mal noch nicht konkret. Es sei denn, ich habe was übersehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr einen konkreten Release-Termin wisst. Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal antun. In besserer, hübscherer Grafik mit 60 Bildern pro Sekunde und wer weiß was noch alles. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Episode von Shadows of the Damned. Macht das gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.